Hey Freunde, so, ich habe mir überlegt, ich werde jetzt einfach mal einen Voice-Over starten. Ihr müsst mir mal ein Feedback geben, wie der Ton ankommt, ob das klar ist, ob ihr alles versteht, was ich sage. Und ja, ihr seht mich hier mitten beim Bankdrücken. Auf dem Plan standen 5x8 mit 80 Kilo. Ist relativ leicht, soll auch leicht sein. Mir ging es halt sehr primär um die Ausführung, dass die halt sauber ist. Und wie ihr seht, ich lasse halt die Stange gut bis zur Brust runter. Klar, ich versuche halt die Spannung zu halten, was mir nicht immer gelingt. Aber im Großen und Ganzen sieht es eigentlich ganz gut aus. In manchen Wiederholungen baut sich noch ein bisschen zu krass. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, soll es gut sein. Ich habe euch extra mal ein paar unterschiedliche Perspektiven aufgenommen. Und oh, ihr habt gesehen, da geht die Bank gerade flöten fast. Wegen meines Setups. Und ja, mir ist wichtig halt selber zu sehen, ob alles gerade ist, ob ich wirklich symmetrisch bin mit meinen Ellenbogen, mit meinen Handgelenken, ob das alles stimmt. Ich habe heute mal Wrists getragen, einfach um meine Handgelenke zu stabilisieren. Nächstes Mal werde ich mal keine nehmen, um zu schauen, wie sich das dann anfühlt. Ja, schauen wir uns mal die nächsten an. Die Wampe. Oh, die Leggings, ne? Ich habe jetzt ja Leggings da und ich finde das so bequem. Das ist luftig und hält trotzdem warm. Ist einfach geil. Also ich trainiere echt gerne dran. So, gucken wir mal. Wenn wir jetzt uns die Wiederholung hier gleich ansehen, die erste, dann denkt man, okay, die Stange ist vor, also hinter dem Ellenbogen. Aber das ist nicht der Fall. Das ist nur ein doofer Winkel. Ich hätte noch ein bisschen weiter nach rechts gehen müssen. Werde ich beim nächsten Mal beachten auf jeden Fall. Aber an sich ist eigentlich nichts wirklich auszusetzen an meinem Bankdrücken. Vielleicht, okay, ein bisschen mehr Spannung, eine bisschen bessere Brücke machen. Aber sonst geht es eigentlich total klar. Manchmal merke ich bei den letzten zwei, drei Wiederholungen, da brechen so ein bisschen meine Ellenbogen raus. Neige ich halt ein bisschen mehr mit der Schulter zu drücken als aus der Brust oder aus dem Trizeps. Also das ja sowieso, aber die Schulter ist dann halt noch ein bisschen doller drin. Das sieht man hier von hinten ganz gut. Dass je länger, je schwieriger, je weiter ich mit den Wiederholungen bin, desto eher brechen halt meine Ellenbogen aus. Ist an sich nicht so ultra schlimm. Allerdings ist es halt ein Defizit und das Defizit will ich halt angehen, ganz klar. Und da kommt auch gleich noch eine Übung, mit der ich halt auf jeden Fall das Defizit minimal oder sagen wir es so, nicht optimal, aber schon angehen kann. Dazu gehört ein bisschen mehr, aber dazu erzähle ich euch gleich was. Schauen wir uns mal nochmal die Perspektive hier an. Und ganz wichtig ist immer für mich, vielleicht habt ihr es gemerkt, dass ich mein Setup immer gleich gestalte. Also ich versuche halt den Griff zu finden, mit dem ich die Stange greife. Ja, ohne dass wirklich, dass ich irgendwie Hornhaut bilde. Weil erstens sieht es scheiße aus, zweitens ist es halt echt doof, wenn es aufplatzt. Ja, Friedrich kann davon ein Lied singen. Und ja, ist einfach ein sicherer Griff für mich dann. Ja, es war anstrengend, hat man gesehen. So, seht ihr, ich versuche den Griff zu positionieren. Danach mache ich mein Setup, die Beine ein bisschen nach vorne. Da ist ja nicht IPF-konform, wenn die Fersen vom Boden abheben. Und jetzt mache ich Close Grip Bench Press. Einfach, weil das eine höhere Range hat, also einen längeren Drückweg quasi. Und unten pausiere ich halt ein bisschen, damit ich die Spannung lerne, weiter zu halten, also auch über längere Zeit. Und natürlich, weil wenn ich in einem Wettkampf oder an einem Wettkampf mitmache, dann muss man natürlich die Stange auf der Brust ablegen. Und erst wenn sie ruhig steht, sagt der Kampfrichter dann eben, dass ich wieder drücken soll. Und das muss man halt natürlich auch üben. Und das ist so ein Post-Bench-Press ist dazu eigentlich ziemlich gut. Ja, und ich versuche halt meine Ellenbogen relativ weit innen zu halten und dass sie nicht ausbrechen. Gelingt mir nicht immer. Klar, okay, das sind jetzt 70 Kilo hier. Zwei Sätze, acht Wiederholungen. Quasi als Backoff-Satz sozusagen oder als Assistance.
Ja. Viel mehr gibt es da eigentlich nicht so zu sagen. Außer dass es wieder gut anstrengend war, weil da waren noch ein paar andere Übungen bei, die ich danach machen musste. Dazu seht ihr aber in einem anderen Video mehr. Ja. In dem zweiten Satz hier habe ich nicht so lange pausiert. Ich habe halt gemerkt, dass es echt schon krass anstrengend war. Aber wir werden sehen. Die Progression kommt, meine Freunde. Und ja, ich hoffe, ich habe euch etwas bieten können, so ein bisschen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Liked meinen Channel, liked das Video, teilt es und so weiter. Und schaut halt beim nächsten Mal wieder rein.